Deutschland kriegt die Haare schön. Endlich kommt die Wolle runter. Endlich wird wieder gefärbt, geföhnt und geschnibbelt. Wie unterschiedlich die neuen Vorgaben bei Friseuren und Barbieren umgesetzt werden, das hat unser Reporter Philipp Hageny am eigenen Leib erfahren. Es wuchert seit über anderthalb Monaten auf allen Köpfen. Ganze 6 Wochen hatten die Friseure geschlossen. Der Wildwuchs macht sich breit. Sonst habe ich Kurzhaar. Sonst haben sie Kurzhaar und jetzt haben sie die lange Matte. Ja, da muss bestimmt ein Pfund runter. Alles klar. Strubbelig, Haare viel zu lang. Ganz strubbelig. Es wird Zeit. Wie haben Sie die sonst, die Haare? Kürzer. Viel kürzer. Ja. Ja, und das ist für Sie, Sie fühlen sich schon wie so ein Hippie jetzt. Eigentlich hast du Glatze. Ja, sozusagen. Aber jetzt hast du durch Corona diese Wahnsinnsmatte. Ja. Oh, alles gut. Ich habe hier mal Undercut. Undercut haben Sie? An die Seite, ja. An der Seite hier. So richtig fashion-jugendlichen Style haben Sie ja, normalerweise. Genau, hier. Doch seit gestern darf offiziell unter strengen Auflagen beim Friseur wieder Undercut und mehr bestellt werden. In die Friseurläden wird aber normalerweise niemand spontan reingelassen. Jetzt erst festgestellt, ich komme gar nicht rein. Ich dachte, ich kann im Laden direkt einen Termin machen. Ja. Ist zu, steht ein Schild drauf, telefonisch Termin vereinbart. Merke, man kommt in Friseurläden derzeit normalerweise nur mit Telefontermin. Spontan ist nicht. Die glückliche Claudia ist mit ihrem Termin deshalb im 7. Haarhimmel. Schön, mal wieder beim Friseur zu sein. Oh, ist ein Traum. Ist ein Traum, also, ja. Ja, ich hätte auch jeden Termin genommen. Also jede Uhrzeit hätte ich genommen heute. Hm? Ich habe auch einen Termin bei meiner Friseurin Polly ergattert. Schon am Eingang gibt's die neuen Regeln. Zuerst die Hände desinfizieren. Alles klar. Hier gar nicht. Mach ich mal jetzt hier. Hände desinfizieren und viel zu schneiden gibt's eigentlich nicht bei mir. Bart und vor allem Augenbrauen müssten aber dringend runter. Geht doch, oder? Bart schneiden dürfen wir nicht. Bart schneiden ist nicht. Ich darf dir nicht mal die Augenbrauen schneiden. Wie, deswegen bin ich hier. Weil ist es dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Bei mir ist immer das Allerwichtigste, ist immer Augenbraue. Augenbraue, deshalb gehe ich eigentlich zum Friseur, weil wegen Augenbraue. Du darfst keine Augenbrauen nee, und keine Augenbrauen. Nicht an die Augen ran. Nee. Keine Gesichtsbehandlung. Puh, wenn ich das gewusst hätte. Alle Wasch- und Schnittplätze sind jetzt mit Plastikfolie abgetrennt. Friseurin und Patient tragen Mundschutz. Alle Scheren und Geräte werden nach jeder Benutzung desinfiziert. Übrigens, Friseurin Polly wurden zuletzt viele unmoralische Angebote gemacht. Hattest du auch so Anfragen von unter der Hand? Hier kannst du mir die heimlich. Sehr viele Anfragen. Sehr viele, ja? Die haben mich alle über Facebook und Instagram und so aufgesucht. Verstehe. Und haben sie dir auch mehr Geld geboten? Nö, das nicht. Also die haben halt gefragt, wie sieht's aus? Ja. Auf dem Kopf darf jetzt wieder so ziemlich alles legal gemacht werden. Nur das Gesicht ist angeblich Tabuzone. Das ist doch irgendwie albern. Du darfst hinter meinen Ohren rasieren, aber... Darf dir nicht die Augenbrauen machen. Aber wird das wirklich überall so streng umgesetzt mit der Augenbrauenfrisur? Ich will es wissen und fahre nach Berlin-Kreuzberg zum türkischen Friseur. Mal sehen, wie die hier die aktuellen Corona-Friseurregeln so auslegen. Würden Sie mir auch Augenbrauen schneiden? Gerne. Machen Sie? Ja. Gleich? So schnell im Stehen, ja? Ja. Okay. Ja, also hier werden Augenbrauen geschnitten. Ich dachte, Augenbrauen schneiden ist verboten. Ist nicht verboten? Mach mal so, bitte. Ist nicht verboten. Warum ist verboten? Ist nicht verboten? Bart ist verboten. Bart, ja? Ja. Bart ist, aber Augenbrauen ist nicht verboten. Es geht, ja. Nee, ist nicht verboten. Okay, weil ich war bei anderen Friseur, da haben gesagt, Augenbrauen schneiden verboten. Nein. Nicht verboten? Nein. Okay, also gibt es... Verboten. Wir haben kein Blut, wir haben kein Messer. Ja, ja. Nur mit Maschine einfach. Grad. Okay. Einfach aber Bart nicht? Nein, Bart nicht. Bart nicht? Also hier in Kreuzberg bekommen sie Augenbrauen geschnitten, Bart nicht. Alles klar, vielen Dank. Tja, die einen so, die anderen so. Unterm Strich will ja auch niemand einen Fehler machen oder andere gefährden. Am ungefährlichsten ist es wahrscheinlich immer noch ganz ohne Friseurbesuch. Das geht nämlich auch. Wie lange haben Sie Ihren Bart schon wachsen lassen? 4 Jahre. 4 Jahre. Das sieht gut aus. So sieht ein Bart aus nach 4 Jahren. Ich schneide meine Haare schon seit Jahrzehnten alleine. Alleine? Das ist ja ein fescher Schnitt, den Sie da haben. Ja, so zwiebelmäßig. Alles. Ja, so top auf den Kopf. Top auf den Kopf. So, und jetzt liegt die Entscheidung ganz bei Ihnen. Cut oder go.